Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Infected. Wir wollen unseren Turm oben bauen und wollen testen, ob das irgendwie funktioniert dann. 1, 2. Okay, jetzt brauche ich nur noch Bretter. 16 Stück. Boah, nicht springen, sonst breche ich mir nur wieder was. Alter, was ist denn jetzt los? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Warte mal, ich kann doch mehr schleppen, oder? Aber die Kreissäge ist echt geil, also wirklich. Die hat sich gelohnt. Ein Brett noch. Achso, die Treppe jetzt da noch, gell? Ein Brett? Ach. Oh, mach mal. Ach. Sechs brauche ich da noch für die Ding, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren das. Glaube ich. Oder waren es 8? Für die Treppe. Jetzt muss ich mal was schauen. Könnte man jetzt einfach... Ah, das geht. Schau, ich brauche gar keine Zwischendecken. Die Frage ist, kann ich eine Treppe auf eine Treppe bauen? Na, das geht schon mal. Das geht schon mal. Soll ich die so hinbauen? Oder so. Frage ist, wenn ich reingehe, ob ich mir den Kopf... Schau das Arschloch an. Glaube ich, mach's so. Vier Holzscheite. Oh Mann. Ah. Oh, Schweinchen ist immer noch da. Wo ist ein dicker Baum, dicker Baum, dicker Baum, dicker Baum, 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 dicker Baum? Hast du noch nicht versucht, oder? Oh Mann. Jetzt brauche ich noch mal eine neue Axt. Was habe ich hier im Inventar? Nix Gescheites. Ein Stock. Ein Stein. Tack, tack, tack. Tack. Halt, halt. So. Was war das? Ein Lufthausschloss bauen. Ja, das war ja auch. Hui. Das gesehen. Scheißlied. Ich bunker mich ein. Ja, aber ich finde diese Pickers da, die da, diese Stacheln sind irgendwie viel zu schwach. Aber
Die sind irgendwie viel zu schwach, um die aufzuhalten, diese Viecher. Zwei, drei, einen noch und dann haben wir die erste Treppe. Dann schauen wir, ob wir die höher bauen können. Zack. So. Naja, man kann schon mal gut raufsteigern. Aber wie schließt man die dann an? Geht nix. Die müsste ich dann. Kurva. Ah, das geht nicht. Oder eine Decke hinbauen. Eine Decke. Da müsste ich ja von da darüber hüpfen. Ja. Da mache ich das so zickzack, oder? Da steht diese Treppe aber jetzt falsch. Weil ich auch 3 auf 3 mache und nicht 4 auf 4 waren, dann hätte ich jetzt schön 2 auf 2 machen können. Wenn ich vorher gewusst hätte. Da liegt ja noch ein Holzbad. Ich bin im TS. Ich hab TS, ja. TS. Du weißt da was. Disconnected. Ey. Gut, CFX. Da kannst du aber reinkommen. Connected. Channel switched. User was moved to your channel. Ja, servus. Servus. Na, wie geht's? ja, gut. Ist besser als zu schreiben jetzt gerade. Ja, viel besser. Ja, das ist... Pass auf, gehen wir zu der Treppe, wo du bist gerade. Und genau, wo du stehst, genau da, wo du stehst. Da nach oben. Wie nach oben? Hier hoch? Genau da, wo du... Da? Ach, verflixt, das hört sich doppelt an. Ja, du musst den Ton vom Spiel ausmachen. Von Twitch meine ich, von Twitch. Okay, jetzt hat. Dreh dich mal um. Hörst du das? Ja, dreh dich mal um. Okay, dreh dich mal um mit dem Kopf. Also genau. Da eine Platte hin, also außenrum jeweils. Und von da aus dann die Treppe da nach rechts bauen. Ja, oben. Ich weiß schon. Dann ist er genauso groß wieder wie hier. Dann kommst du nicht drum herum. Ah doch, mir fällt schon was ein. Ich habe mir überlegt, hier eine Wand, weil du kannst die Wände rausnehmen und dann bleiben die anderen Sachen stehen, was ich so mitbekommen habe. Es fällt nicht alles zusammen, dass du jetzt quasi eine Decke drauf machst und dann die Treppe, aber wie willst du das machen? Schade, dass es nicht so ein kleines Ding mit Loch gibt, weißt schon. So eine Plattform, wo dann hier so ein Löchli ist, das wär's dann. Wie so eine Falltür oder sowas. Na gut, das wäre das Einzige, was jetzt eingefallen wäre an der Stelle. Ja, ich habe mir gedacht hier... Ah, geht gar nicht, wenn die Treppe da ist, oder was? Nee. Oder weil ich draufstehe?
Wahrscheinlich, weil ich draufstehe. Aha. Und dann eine Treppe hinbauen und dann das Ding wieder rausreißen. Aber da muss ich so rüberspringen zur Treppe dann wahrscheinlich. Das geht doch schon so. Nimm doch einfach eine Box mit hoch und stell dich da drauf zu bauen. Naja, nee, so geht schon. Ich muss ja bloß. Schau, zack. Ich frag mich, wenn das fertig ist und ich die Treppe oben drauf setze und ich das Teil zerlege, ob alles zusammenbricht. Aber wie willst du die Treppe da hinsetzen dann? Ja, hier oben. Also, drauf. Ich habe dir ja gerade geschrieben, du kannst auch ein Luftschloss bauen. Ja, so buggy ist das Spiel gerade. Ist es jetzt auch nicht. Du kannst dich richtig einbunkern in dem Spiel. Ich habe da im Norden oben, wo die Höhle ist, habe ich da schon angefangen, ein bisschen was einfach mal zum Testen bloß. Also, aber wenn ich dann hier oben. Oh, ich komme jetzt schon nicht mehr hoch. Dann kann ich hier oben nichts mehr draufsetzen. Wie sagte ich aber, stell dir eine Kiste aus. Ja, ja, da muss ich mir dann irgendwas hinstellen. Ich probiere das jetzt aus. Was brauche ich denn dafür nochmal? 3, 4. Habe ich nochmal. Na? Ja, eigentlich total unnütz, aber. 1, 2, 3. Kann ich das von hier auch? Müsste gehen, oder? Nee. Ha, ich mag bauen, weißt. Mir macht das Spaß, irgendwas zu basteln. Die Kreissäge ist obergeil. Was waren das jetzt? 4 oder 6? Ich glaube 4, oder? Ich glaube 4 waren es. Eine Decke brauchst du 3, 4. Genau, also 3 Scheite, 4 Holzbretter. Und dann hau ich dir oben eine Treppe drauf. Irgendwie. Aber stell dich erst oben drauf, ja, bevor du da. Zu spät. Zu spät. Scheiße. Zu spät. Man konnte sich eh nicht draufstellen, man konnte sich eh nicht draufstellen. Okay, das kannst halt nicht. Das heißt ja. Genau, halt mach doch 2 Kisten dahin als Treppenart. Du kannst doch Kisten aufeinander stellen. Ja, ja. Du nimmst jetzt natürlich erstmal unten weg, klar, scheiße. Oh, hier. Boah, das ist ja nicht so tragisch. Nee, ich hab ja hier noch welche auf dem Wagen. Ja, mit dem neuen Patch sind ein paar Sachen dazugekommen, aber irgendwo Zwiebeln soll es noch geben. Aber wo die sind, habe ich irgendwie auch nicht gefunden. Irgendwo ich habe da auch was gelesen gehabt. Es gibt auch so einen komischen neuen Mischer, was ich gesehen hatte. Ja, so ein Sandding. Aber da bin ich jetzt noch nicht so schlau gemacht darum. So, jetzt müsste es doch gehen, oder? Oder ist noch zu niedrig? Brauche ich noch eine Kiste. Okay. Warte, aber ich muss es so machen, dass ich dann rüberkomme von da. Ey! Sehe ich nichts so, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie deine Wand unten ist. Wie deine Treppe unten ist jetzt gerade. Nee, nee, so ist es richtig. Genau so wollte ich es auch. Dass ich dann von da. Aber ob der da ob der bis da rüber springt? Ich frage mich bloß, wie du weiter hochkommen willst dann. Pass auf. Holzdecke. Haha, siehst du? Ja, nee, du kannst sie ja löschen, das ist mir klar. Aber dann hier rüber. Aber so. Wie willst du dann eine weitere Treppe oben drauf bauen? Hab ich doch schon. Wieder eine Decke. Jetzt aufpassen. Und dann, pass auf, dann jetzt noch dieses hier. Die Frage ist, ob er wie er dann hier, ob er. Das müsste schon gehen. Uah. Da, cool, wird schon hinhauen. Jetzt pass auf, aber jetzt kann ich keine Wände mehr bauen, oder? Hätte ich zuerst die Wände bauen sollen? Komm schon. Doch, geht sogar. Aber jetzt eigentlich. Na, da geht's wahrscheinlich nicht wegen der Treppe jetzt. Hat. Doch, hab alles. Sau geil. Gott. Wie hoch mache ich denn den?
Ich weiß es noch nicht. Ja, einen noch. So ein Dreier-Ding, oder? Ja, willst du dann noch eine Treppe oben drauf bauen dann? Klar. Nee, oben mache ich dann so einen Ausguck. Ach so, da muss ich ja dann... Wie mache ich den Ausguck? Da muss ich vielleicht doch noch eins außenrum machen. Irgendwann. Okay, nur wieder Holz hacken. Ja, das sind Bauvorhaben, oder? Da fragt man sich, für was das Spiel eigentlich ist. Basteln? Ach, ich habe vorhin ein Video gesehen, der andere hat eine Bude beieinander, das glaubst du gar nicht. Ja, ich kenne eine, die baut eine ganze Stadt. Ja, gestern habe ich auch eine gesehen, die hat einen Bauernhof gebaut, sich. Die Tink. Versucht ein Schaf einzufangen. Die Tinker, die hat Krankenhaus, sogar Uniklinik. Was ist das bitte? Ist das jetzt ein Überlebensspiel oder ist das hier irgendwie ein Bauspiel? Beides. Kannst ja alles ausstellen, diese Wellen und alles. Ich habe die Wellen ausgestellt, weil ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte erstmal schön bauen. Du meinst diese einzelnen Schwarmdinger, oder? Genau. Ich habe nur, dass die ab und zu mal vorbeischauen. Zombies und irgendwelche Räuber. Ich frage mich, was die Räuber sind. Was sind die Einzelnen, die du da gerade vorhin gekillt hast, der deinen Zaun kaputt gemacht hat? Nee, das sind die... Die Räuber, das sind diese Bären und sowas, die in der Nähe rumlaufen, ne? Achso, das kann auch sein. Die Wölfe, Füchse und sowas, die du da siehst. Das sind diese kleinen Wildtiere da im Endeffekt. Die nennen sie Räuber? Naja, die nennen sie Räuber, keine Ahnung warum. So, mal schauen, ob mein Leuchtturm hier... Weißt du, ich bin ja auf hoher See, ich brauche ja einen Leuchtturm. Da muss es schon sein. Hättest du es jetzt aber größer gemacht, ja, um eine Plattform jeweils. Ja, aber das habe ich... Da hättest du da oben noch so ein ganz kleines Leuchtfeuer reinsetzen können dann. Ich habe es jetzt gar nicht so geplant gehabt, das war jetzt einfach eine fixe Idee. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich ganz anders gebaut. Aber am Anfang wusste ich noch gar nichts, ich habe mir auch nicht so viel angeschaut, nichts spoilern lassen oder so, weil ich schon einfach drauf losgelegt. Ich finde ja solche Spielereien ganz nett, ja, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass man sich, wenn ich jetzt mit der Live angucke auch, ja, dass man sich erstmal um andere Dinge kümmern sollte vielleicht. Ja, mir geht's gut, ich habe alles. Außer Strom. Die Typen schauen regelmäßig vorbei, bringen was mit. Wieder mal Pickers wieder neu machen. Was hast du für eine Tasche? Ah, ich habe noch die kleine, die große muss ich mir noch machen. Ja, ich muss eigentlich in die Städte gehen. Die Text holen. Ja, ich habe noch nicht so viele. Ich habe jetzt erst 3 oder so. Ja, pro Stadt gibt es 2 Stück. Ja, bei... Also bei... Halt. Wieso macht dann jetzt den hier? Entschuldigung, gerade. Nichts passiert. Schau mal, die hier oben, die Stadt. Da habe ich die 2 Sachen schon geholt. Hier erst eine, da muss ich dann hier nochmal hin. Ich finde es halt voll übel, bis dahinter zu laufen. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich habe ja 4-5 Mal neu starten müssen, das Spiel. Gebe ich gerne zu. Habe ich ja kein Problem. Beim letzten Mal habe ich mir überlegt, ja, wie kannst du wissen, wo in welchen Häusern du drinnen warst? Ich habe immer die Türen offen gelassen. Nein, das habe ich auch am Anfang. Beim zweiten oder dritten Versuch habe ich das gemacht, die Türen offen lassen. Am Ende habe ich dann einfach solche Fallen davor gestellt, die weiß erscheinen bloß. Auf beiden Türenseiten. Aha. Da wusste ich ganz genau, ich war in dem Haus schon drin und brauchte nicht nochmal rein. Also du läufst das einfach wieder dahinter automatisch. Du hast einfach die Dinger, als wenn du es bauen wollen würdest. Ja, genau. Ja. Einfach so in weiß. Ja, ja, nicht blöd, das sieht man sogar noch viel besser. Hm? Das ist auch nicht blöd, das sieht man sogar noch viel besser. Ja, klar, von der Entfernung siehst du es dann auch. Mach mal kurz die Karte auf. Die zeigt dir mal kurz eine kleine Stelle. Vielleicht interessiert dich die irgendwann einmal, wenn du das Holz eingesammelt hast. Ist schon auf. Ja, ich sehe es ein bisschen später. Du siehst doch da unten diese auf der linken Seite. Diese 2 Äxte da. Ganz links. Hier. Ja, da ganz links, diese 2 Äxte. Im Westen. Ja, im Westen unten. Ne? Ja. Genau da oben. Da oben drüber ist ein ganz kleiner See mit dem Dorf da. Ja. Da gehst du den Berg hoch und dann kannst du da eine Hütte bauen auf dem Felsen. Ne? Dann kannst du schon anfangen, ein Luftschloss zu bauen.
Okay. So Luft raus. Du brauchst nur einfach ein einziges Podest mehr nicht und den Rest baust du als deckenmäßig. Du hast unten dein Wasser. Du bist von allem geschützt. Ja, gut, da kann ich nichts erreichen, gell? Genau. Ja, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Ja, das ist auch mein Grund, warum ich da nicht anfange. Ich habe hier schon so viel gemacht. Ja, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal die Text zu suchen, ganz ehrlich nicht. Ja, ja, das ist ja eh so leidig. Das ist eine Aufgabe für sich wieder. Das ist auch so ein Schmarrn, dass ich für einen Webstuhl einen Tag brauche. Webstuhl, den baue ich mir selber. Jeder Depp kann sich den bauen. Ich habe schon überlegt, bei mir in meinem Bunker oben auf dem Dach so ein Freifeld zu bauen, wo die ganzen Futteragen sind. Bleib bloß hier liegen. Gut, so, jetzt war ich noch Holzbretter. Jetzt bin ich gespannt, ob das dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube schon. Wenn es bis jetzt funktioniert hat, dann... Also die Kreissäge ist echt geil. Da war ja vor... Oh, jetzt bin ich überladen. Ein bisschen Lehm wegschmeißen. Geht trotzdem nicht. Fasern. Das ist das Beste, was du reingebracht hat, aus meiner Sicht her, die Kreissäge. Die ist echt gut. Ich war gleich voll begeistert, wie viel Scheine du reinlegen kannst. So. Machst du noch ein bisschen kleines Lager nebenan mit den Scheitels und dann hast du genügend Vorrat da liegen. Ja, ja. Okay. Bis jetzt. Was brauche ich noch? 5. Geh doch mal da rein, jetzt bin mal gespannt, ey. 5 brauche ich. Kommst du eigentlich noch da durch, wenn dann dieses Ding da runter guckt? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich baue auf alle Fälle noch eins oben drauf. 3 Stockwerke hoch, also 3 Parteien. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich dann hochhüpfen kann. Hüpf. Na? Ich bin neugierig, ob du unten durch diesen Stempel durchkommst, durch diese 2. Aha. Haha. Ich meine? Ich bin schon oben. Na gut, das sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, das dauert bei dir ein bisschen Verzögerung. Und dann? Wenn dann eine Platte außen rum, damit du nochmal hochkommst. Erstmal eine Platte außen, ne? Ja, ich kann ja hier immer hoch, also ich kann ja hier immer rein. Also. Ich muss ja eigentlich bloß, ich bin mir glaube ich fast sicher, dass ich das Ding gar nicht brauche zu bauen. Warte mal, jetzt wenn ich den hier... Na komm schon, gerade ging's doch. Aha. Weil ich jetzt hier wieder hier stehe, oder? Also dann kann ich hier oben nichts draufsetzen. Ich brauche ja was, um hier hochzukommen. Genau, deswegen meinte ich eine Platte außen hinsetzen einfach. Damit du erstmal oben aufstellen kannst. Oder würde ich die Kreissäge erstmal nach oben stellen vielleicht. Damit du nicht mehr runterlaufen Nein! musst. Ach, Scheiße. Runtergefallen? Jo. Jetzt muss ich ja wieder ein dämliches Ding bauen. Springen wir gleich nochmal mit dem gebrochenen Bus. Warum bin ich denn verwirrt? Durst. Was brauche ich da nochmal? Ein Holz und ein Stöckchen. 2 Holz und. Hey, wieder da, servus! Da oben ein 3x3 Plattform. Ja, ja, ich weiß schon. Aber ich will nicht nochmal so genauso groß wie es unten ist, deswegen. Der Gedanken hatte ich auch schon wieder da. Ja, ja, der wieder da ist wieder da. 1, 2, waren es 2, oder? Broken Bones, was waren das nochmal? Hier? Genau, die 2, ja. 2 und 5, jetzt habe ich die weggeschmissen, na toll. Ne, habe ich noch eine. 1, 2, 3, 4, ich hätte es gleich halbieren können. Mein Gott, ich bin so blöd. So. Und wieder gut. So schnell bist du geheilt. So, jetzt lass mal überlegen. Ich nehme einfach die Kiste und mach so springen dann so zickzack hoch. Jetzt warte, was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Charlie kommt wieder vorbei.
Heißt der Knochenhans. Jetzt macht er da. Ah, gut, das war eins, ne? Da muss ich hier eine Plattform, dann wieder eine Treppe hoch, wieder eine Plattform. Wie hoch kann ich denn das stapeln? Oh Gott. Da muss ich aber viel Kisten aufeinander stapeln. Ich probiere das mal aus. Das geht. Erstmal testen. Wie kann man? Ja, ich würde mal sagen, da kannst du alles stapeln. So? Ich mache hier. So. So. Ah, da müssen wir noch ein Stück hoch, hä? Ein ganz schönes. Aber es tut, mein Gott, was ich für einen Aufwand mache für den Schrott, ehrlich. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber jetzt bin ich schon dabei, jetzt mache ich es auch fertig. Ein Stockwerkchen noch kriegen wir schon noch hin. Also, jetzt wenn ich das so mache, dann komme ich nicht mehr hoch. Dann muss ich so machen. So, 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 so. Hey, PvP! Kommst heute nicht ins TS? Macht nix. Heute ist ein Zuschauer mit dem TS. Der, wie heißt der? Randy. Randy, 97. 79. Sag mal hallo. Servus. ich bin gerade ein bisschen baff, was du da probierst gerade. Da bin ich echt mal. Ja, ich baue jetzt hier meinen. Statt dass du da oben eine Plattform hingebaut hättest, das wäre doch viel einfacher gewesen, ne? Nee, da muss ich ja wieder mehr Holz hacken. Kostet mich keine Ressourcen, die da aufeinander stapeln hier. Ja, PvP, ich baue wieder unnütze Sachen. Hier, mein Leuchtturm. Schau mal. Zack. Ah, das wird aber. Hier aber. Ach du meine Güte. Ich glaube, das reicht schon, oder? Nee, noch eine. Also, ich würde gleich eine Schiene mitnehmen. Ja! Ich bin verwirrt. Ich brauche Wasser. Zack. Gluck, gluck, gluck. Aber ich hätte zuerst Proteine nehmen sollen und dann Wasser trinken. Das ist auch immer so ein Ding. Okay. Na, lass mich durch. So. Ob ich jetzt, da muss ich wieder Holz hacken, 15.000 Sachen, dann sind meine Ressourcen weg, weißt du, wenn ich die Plattform wegmache. Weißt du, was du meinst? Aber die 2 Minuten, die wären es eigentlich wert gewesen, ne? Naja, aber ich jetzt hier 2 Minuten stapel, das schaut doch geil aus. Eine noch und dann. Ich weiß das, ey. Eine noch, eine noch, eine noch. Ich muss halt die wieder alle runtertragen, gell? Ja, ja. Aber jetzt ist schon ein Haufen Ressourcen. Das ist deine Arbeit. So, jetzt pass auf. Bin ich auf der Treppe? Ach so. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das wird ja ganz lustig hier. Okay, das passt ja genau. Gott sei Dank, nichts gebrochen. Alter, das ist aber auch scheiße hier hoch zu. Quatsch! Nein, Mann! Ich bin zu blöd. Und dann mit dem ganzen Zeug hier noch rauf. Ach du Scheiße. So, aber jetzt. Okay. Ich will nur jetzt wirklich was ausprobieren. Kann ich die Treppe gleich so draufstellen, wenn das noch nicht da ist? Nee, kann ich natürlich nicht. Okay. Okay, dann halt erst. Ich glaube, mit so einer Plattform wäre ich besser gewesen. Den lassen wir mal schnell liegen. Ja, genau, da haue ich oben Lampen drauf, dann finde ich ihn im Dunkeln, weißt. Aber ich habe mir schon diesen Helm gebaut, hier. Kann es auch im Dunkeln rumrasen. Ja, da habe ich mich blamiert mit der Aktion, ey.
Ich war gestern in den Höhlen drin und ich habe diesen scheiß Helm einfach total vergessen, ne? Wieso überhaupt herzustellen. Ah, man kann mit Ding nicht springen. Jetzt kann ich auch nicht hoch. Ah, Mann. Ach, dann war das ja alles umsonst. Ich kann nicht springen mit denen. Ach, wie abgefuckt ist das denn? Also du kannst ja nicht in meine Dings rein. Warte mal, ich probiere mal was so. Pass auf. Pass auf. Hier ganz knapp. Warte mal. Na, da sollst du es nicht hinschmeißen. Sind jetzt... Jetzt liegen die genau da unten drin, oder? Wo ist der dritte hin? Okay. Ah, das war gut. Wo ist der dritte? Scheiß drauf. So. Du bist jetzt ja hingefallen, wieder raus, oder? Hä? Der ist es doch nicht. Doch, hier ist er. Oh, das wird leidig. Da mache ich zuerst die Treppe und am Ah, es ist ja. Zum Fenster raus. Bleib liegen. Aber das bringt ja auch nichts. Ich kann ja dann oben die Treppe dann nicht. Achso, ich kann es ja gleich wegnehmen, gell? Tray 3, okay. Jetzt brauche ich. Der wieder da lacht sich wieder kaputt, gell? Über meine Action. Was waren das? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimm doch gleich mehr mit für die nächste. Für die Treppe. Ja, zu spät. Ich lauf doch so gern. Aber mit denen kann ich jumpen. Also brauche ich ja gar nicht, kann ich hier reingehen. Okay, mit den Brettern. 4, okay, die Decke ist drauf. Das wäre mit der Plattform halt echt besser gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass man nicht... Ich habe schon gewusst, aber nicht dran gedacht, dass man mit den Dingern nicht springen kann. Schnauf. Warte mal, wo ist denn jetzt die Treppe? Wieder da in der Ecke? Wo hatten die geendet? Da hinten, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Entschuldigung, jetzt weiß ich echt selber jetzt gerade nicht. Hier geht die hoch, dann einmal rum, gell? So, tick. Oder hier? Scheiße! Jetzt muss ich wieder runter. Damit ich die richtig ansetze. Warum geht er denn so langsam? Achso, ich crouche. Okay, einmal so, so und die endet dann... Alter! Okay, die Decke ist so hoch, also sie endet da drüben. Im drüben. Ja! So. So. Okay, wenn sie da drüben endet, dann muss sie hier starten, so. Gut. Und die Holzdecke können wir jetzt, glaube ich, wieder entfernen, gell? Genau. Perfekt. Gleich gefangen in der Luft, jawohl. Wo ist der andere hingefallen? Okay, wie sieht's denn aus mit der Energie? Schlecht, ich muss schlafen. Kann ich mit einem springen? Auch nicht. Und er läuft! Ich halte doch durchs Fenster rein. Die Treppe anfängt. Ja, geht nicht so gut.
Wie viel brauche ich denn? Zwei eigentlich bloß noch, gell? Nur drei. Ja. Du hast 2, 4. 2, 4. Ja, du brauchst also noch 2. Achso, ich habe 2, 4, okay. Geil. Aber da muss ich ja die Wände auch noch machen. Alter, das wird ja richtig leidig. Jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr. So, das war's. Das reicht. Wollen wir erstmal pennen gehen. Oh, scheiße. Viel zu lange. Mal kurz ein bisschen was trinken. Jetzt muss ich wieder Wasser holen. Ist so nervig mit dem Wasser. Ich finde, der trinkt viel zu viel. Es ist schon leer, oder, das Ding? Bisschen was ist noch drin. Warte mal, wenn ich schon dabei bin. 1, 2, 3, 4. Die sind natürlich oben, die Kisten. Ah. Meinst du, der wünscht dir noch viel Spaß, aber ich muss morgen raus und arbeiten. Ne? Ja, nee, ich habe Urlaub. Ja. Ja. Gott sei Dank, ey. Ja, dann kurz Nächte noch. Schlaf gut. Danke, noch viel Spaß da bei der ganzen Danke. Sache. Danke, schön, dass du da warst. Kein Thema. Bretter brauche ich jetzt 4. Na dann. Nee, 6 brauche ich, oder? User disconnected from your channel. Der Randy ist weg. So, oh Gott, das wird eine Aktion hier wieder, ey. Ich sollte vielleicht erstmal was essen. Ja, ich weiß, ich hab Durst. Ich gehe ja schon was zum Futtern holen. Alles ist ein bisschen leer. Proteini. Proteinskis und voll. Dann hier eine Melone. 4 Skidröne. Rein damit. Wie schaut's auf der Uhr aus? Oh, wieder voll überzogen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch gefallen. Ciao, ihr Opfer.